Jo, hallo Leute, hier ist Leon von LGMJ und ich habe gerade mal ganz spontan um 0:26 Bock, ein Let's Play zu machen, weil ja jetzt schon länger nichts mehr von mir gekommen ist und ja, weil ich krank war und so. Aber jetzt kommt mal wieder was, es geht ein bisschen weiter, sorry für das scheiß Mikro, aber ich habe gerade mein anderes nicht hier, ich weiß nicht, wo es ist. Ich werde suchen und ich habe mir überlegt, ich mache vielleicht demnächst mal ein paar andere Spiele noch. Das Problem ist, ich habe mit Vollbildspielen, mit Fraps habe ich noch ein Problem und ich krieg's noch nicht so ganz hin, wie es soll. Und bis ich das nicht gelöst habe, das Problem, kann ich auch nichts anderes machen als diese dämlichen Minigames hier. Jo, fangen wir trotzdem mal an. Ich denke, einen Level werden wir schaffen. Ach ja, wir waren ja in den Wasserlevel. Oh, cool. Nee, gar nicht. Was laber ich eigentlich? Main Menü. Sorry, ich war gerade noch auf meinem anderen Account. So, wir sind ja noch gar nicht da. Stimmt ja, aber jetzt habt ihr gleich mal gesehen, weil wie es aussieht, wenn es ein bisschen später ist. Welches nehme ich denn mal? Ich denke doch, das meine ich ja noch. Oh, ich kann ja noch ein. Ah ja, ah, das hatte ich im letzten Display gerade noch so erklärt, dass das diese geilen Pilze sind, die halt auf dem Spielfeld niedermachen. Werde ich im Laufe dieses Let's Plays zeigen. Ich hoffe, man hört mich gut. Trotz des scheiß Mikros, was wahrscheinlich rauscht. Geht's gleich wieder los, oh ja, genau. Scheiß Zombies, ey. Ich find's cool. Cold Mirror hat übrigens einen Game Check über Plants vs. Zombies gemacht und sie macht ja für UFM immer Game Checks und hat Plants vs. Zombies eine zu 100% ausgefahrene Radio-Antenne gegeben. Was mich persönlich ziemlich freut, weil mir macht das Spiel schon auch Spaß und es ist einfach irgendwie komisch. Man braucht Ewigkeiten, bis man das Spiel durch hat. Man zockt tagelang immer mal wieder so und es wird irgendwie nicht langweilig. Es ist zwar das Prinzip von dem Spiel ist ziemlich dumm, aber irgendwie ist alles deshalb auch schon wieder geil. Weil diese Einfachkeit hier ist irgendwie cool. Also man muss hier nicht viel machen, man hat das Prinzip schnell verstanden. Und trotzdem dauert es ewig und man hat die ganze Zeit das Bedürfnis weiter zu zocken. Also als ich zum ersten Mal gespielt habe, war es bei mir noch schlimmer, aber jetzt. Naja, jetzt geht's eigentlich. Aber trotzdem. Ich muss ja auch ein bisschen Unterhaltung hier machen und hoffe, dass es einigen Leuten gefällt. So, ich brauche Kohle. Juhu, meine Pilze sind gewachsen. Alter. Ich will mal ein cooles Spiel machen, irgendwie. Ich dachte da an entweder Star Wars Battlefront 2 oder irgendein anderes Rollenspiel oder so, keine Ahnung. Vielleicht auch so ein Ermittlungsgame, keine Ahnung. Nächstes Jahr werde ich vielleicht mal Saw das Spiel machen. Da freue ich mich schon irgendwie drauf. Ich freue mich schon drauf, wenn irgendwann die Level so lang werden, dass ich in einem Part gar keinen Level mehr schaffe, ey.
Es kann eigentlich nur noch scheiße werden. Howie. In-Game-Sound ist jetzt wahrscheinlich verdammt krüppelleise. Aber ich habe meine ganze Soundanlage gerade nicht hier dran, meine Soundkarte und alles. Deswegen ist das alles ein bisschen umständlich. Naja, es funktioniert hoffentlich. Wenn nicht, dann rege ich mich tierisch drüber auf. Juhu, Geld! Meine ganzen Pflanzen macht sie nieder. Tötet sie alle. Los. Und fress nicht meine Pilze, ihr kleinen Scheißwichse, ey. Ich hasse meine schwarze viereckige Maus. Wie geil wäre es, wenn das nicht so wäre. Oh juhu, ich glaube, ich spare jetzt mal ganz schnell auf so einen Mega-Shroom. Bau nur noch diese kostenlosen Teile, nichts anderes mehr. Ich habe ja schon ganz gute Dingens hier. Barrikade aufgebaut. Und Boom steht da. Und da seht ihr, kann man nächstes Mal pflanzen für die nächsten 5 Minuten. Und trotzdem, es sind alle Zombies weg. Das ist schon ziemlich cool, wenn man so eine Wave damit komplett niedermachen kann. Lohnt sich auf jeden Fall. Macht Spaß, ja. Macht Spaß. Vielleicht werde ich auf diesem Account hier mal etwas hochladen. Oder vielleicht auch auf meinem anderen. So eine Avatar Neuvertonung, sehe nicht wie Cold Mirror das mit Harry Potter macht oder gemacht hat oder macht oder keine Ahnung machen wird, will ich das vielleicht auch machen, aber mit Avatar. Ich kann euch hier mit schon mal den Titel verraten: Avatar und das Geheimnis der blauen Barbie Puppen heißt der Film dann wahrscheinlich. Ey, das war sinnlos. Warum habe ich das gemacht? Aber bald kann ich nichts mehr bauen, ey. Ja, dann mache ich Grabsteine weg. Aber man sieht, da vorne ist jetzt gleich die atomare verstrahlte Stelle weg, wo man nichts bauen kann. Und kann man bald wieder was bauen. Ist schon cool. Ach nein, den brauche ich jetzt nicht, das bringt's nicht. Nein! Oh, der Zombie da, der schützt sich mit einer Gartentor. Oh, mein Deutsch ist so gut. Ah, da war Geld drin, sehr gut. Ich hoffe, ihr versteht mich überhaupt gut, wenn ich hier so Let's Playe. Ich hab Bock, meine Stimme zu verstellen. Kann ich gleich schon für den Film trainieren. Aber nicht hier von den Leuten von GEMA sagen, ne? Ich glaube, hier ist gar nicht GEMA. An diesen ganzen Leuten da, die mit Filmrechten und so, ne? Weil den Bock, dass meine Videos gelöscht werden, deswegen, und es wäre wirklich langweilig und doof, und, wenn meine ganzen Parts plötzlich wieder weggehen, so einfach so.
wäre schon ziemlich scheiße. Doch scheiße, kann man dazu sagen. Nein, der frisst jetzt nicht das Viech auf. Nein. Ah, gut, das Viech jetzt noch geschafft. Ich bin so gut, ey. Ich hab echt Bock, was Gescheites zu zaubern. Oh mein Gott, ich bin so. Final Wave. Ja, wisst ihr was? Ich brauch Sonnen, Leute. Leute. So, und ich habe sofort gewonnen. Sowas Komisches. Oh cool, jetzt kann ich wieder mein geiles Englisch einsetzen, um irgendwas zu übersetzen. Oh jo, jetzt kommt's. Wir Holz like, also wir holzen gerne deine Visitenkarte für ein mitten in der Nacht Snack. Wie kriegen wir diese Dose Eiscreme und Regen über den Zaun gezeichnet, die Zombies? Ich hoffe, das stimmt jetzt einigermaßen. Und ich höre jetzt auch schon auf, weil ich habe keinen Bock. Ganz ehrlich, habe ich keinen Bock. Ja. Mehr so ewig lange Parts zu machen, so 15 Minuten. Ich mache lieber 10 Minuten, weil ich schaffe sowieso keinen Dingens mehr. Naja, habe ich vielleicht schon mal gesagt irgendwann. Und belasse es jetzt einfach mal hierbei und ich überlege mir, ob ich noch ein anderes Spiel mache demnächst. Hoffe, ich kann es machen und naja, in dem Sinne viel Spaß bis zum nächsten Let's Play, auch wenn es vielleicht ein bisschen dauert, ich weiß es noch nicht, weil jetzt Weihnachten und so. Vielleicht mal so ein Weihnachtsspecial, mal gucken. Naja, viel Spaß bei meinen nächsten Let's Plays und viel Spaß mit den alten Let's Plays und damit tschüss und frohe Weihnachten.